dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge der Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Ich hoffe, es ist alles frisch und fröhlich und mit Begeisterung dabei hier. Und es geht gleich weiter mit der Nummer 260, soweit ich informiert bin. Nein, das hatten wir schon, die letzte Folge, 261 ist die Parole, Richard Tönigswald, Grundprobleme der Wissenschaftstheorie, 165 neu aufgelegt, schätze ich mal. Ich zitiere, Maßangaben gehören zur Form physikalischer Aussagen. Erweisen sie sich als grundsätzlich unmöglich, so handelt es sich nicht mehr um Physik. Also die Physik ist basiert sozusagen auf Maßangaben, auf Einheiten, auf Maßeinheiten, die Sache der Konvention sind, beziehungsweise der Übereinkunft. Und sobald etwas nicht mehr messbar ist, handelt es sich nicht mehr um Physik. Die Sache ist nur die, dass eben alles Mögliche nicht mehr messbar ist. Ja, aber die Messbarkeit geht eben so weit, dass Physik möglich ist. Das ist auch gar nicht die Frage, inwieweit Physik messbar ist, beziehungsweise die mathematischen Wissenschaften in der Physik anwendbar sind. Mechanik, Gravitationsgesetze, das bleibt alles nichts auszusetzen. Die Sache ist nur die, dass sich eben über dieses Messen hinaus den Nutzen des Messens und damit auch den Nutzen der Physik, was jetzt irgendwelche Wahrheiten angeht, da kann es noch so viele Gesetze geben und noch so viel Kausalität, die wird immer in der Physik jetzt in sowas wie einem Urknall enden, beziehungsweise irgendeinem irrationalen Anfang, willkürlichen Anfang, der zwar mit welchen Blödsinn da erklärt wird, dass Implosion von ganze Universen in einem Milliardstel Sekunde werden da explodieren, da quasi zur solcher Blödsinn, wo man sich fragen muss, ist nicht doch vernünftiger an einen Gott zu glauben, wenn man sowas hört? Das ist der Punkt. Es gibt keine Weltformel, sich eben, weil die verschiedenen Gesetze für bestimmte sogenannten Naturgesetze für bestimmte Bereiche gelten, die dann auch nicht ineinander übersetzbar sind. Das, was jetzt so, was für die Sinne gilt, das gilt dann auch für die Naturgesetze. Dass ein Naturgesetz mit anderen mehr oder weniger inkommensurabel ist, so wie das Hören sich nicht mit dem Sehen vergleichen lässt, und deswegen da keine Aufrechnung aller möglichen Gesetze zu einem super Weltformelmäßig, das wären alles Wunschträume, Produkte eher der Einbildungskraft als des Verstandes. Und das wäre es dann gewesen, der Nummer 261. 262, das Geld ist eine allgemeine Äquivalentform aller Waren.
das Geld der große Gleichsetzer wird jedes Ding auf einen Wert festgelegt, beziehungsweise der Wert ergibt sich dann, was die Waren angeht, aus klassischen, der Idee nach, Angebot und Nachfrage, oder wird als Leistung festgelegt, und diese Leistung wird dann dementsprechend pekuniär entlohnt, auch wieder letztlich Sache von Angebot und Nachfrage, wo hohe Qualifikation verlangt wird und das Angebot gering ist, die Entlohnung höher, falls es sich um ein tägliches Gewerbe handelt, wo sich dann die höhere Entlohnung dann auch lohnt für den Betreiber des Geschäfts. Die Sache ist die, inwieweit sich Dinge dann gleichsetzen lassen. Jetzt nicht nur in Form von Worten, sondern auch in Form von Geld. Das ist die berühmte Geschichte, dass die wertvollsten Dinge im Leben kann man nicht mit Geld bezahlen. Leute, die da anderer Ansicht sind und auch damit zufrieden sind mit dem, was sie sich kaufen können, sich unter Umständen das Mögliche kaufen, können sich Menschen kaufen, ist alles eine Frage, wie man seine Gleichsetzung ansetzt, mit was man sich zufrieden gibt oder durch was das eigene Begehren dann seine Erfüllung erfährt, weiß letztlich immer nur jeder selber, alles sehr relativ. Kulturbezogen auf bestimmte Vergangenheit hinbezogen, Deutschland der Nachkriegszeit waren die Leute um alles Mögliche froh, um abgerissene Schnürsenkel wurde alles aufgehoben, und in Zeiten des Überflusses, da ist dann füllen sich die Abfalltonnen mit Lebensmitteln, die keinsterweise schädlich sind, aber eben das gesetzliche Ablaufdatum überschritten wurde. Oder aus Liefergründen steht die nächste Lieferung ins Haus von Frischware und die Altware ist noch nicht verkauft und dann wandert die auf den Müll, obwohl das alles noch beste Ware ist. Oder im großen Stil jetzt hat sogar eine Gesetzesnovellierung gegeben, dass neue Produkte nicht mehr vernichtet werden dürfen bei Amazon, wo jetzt irgendwelche Händler den Lagerplatz von Amazon mieten, und wenn dann deren Ware nicht mehr verkäuflich ist, dann vernichtet Amazon diese Ware entsprechend den Geschäftsbedingungen und so weiter. Aber das soll jetzt alles nicht mehr passieren. Ist alles eine Frage, inwieweit dann noch was als Wert erachtet wird und dann relativ wer derjenige ist, der diesen Wert erachtet, ob das der Händler ist, der feststellt, er kann seine Ware nicht verkaufen, und bevor er die dann wieder logistisch wieder zurückbeordert, was dann mehr kostet anscheinend, muss dann die Gewinnmarge so groß sein, dass der Verkauf so hoch angesetzt wird bei relativ bedeutungsloser Ware, sage ich mal. Weil die Vernichtung dann im Zweifelsfall dann
billiger ist als Rücknahme. Und so ist jetzt nicht hier wie in der 263 allgemein an sich jetzt von Bedeutung. Geld hat nicht an sich die Bedeutung aller Bedürfnisse, ist nicht an sich die Abstraktion von aller Besonderheit, sondern es kommt immer auf den besonderen Fall an, um welche Bedürfnisse, von wem es sich handelt, jetzt in dieser ökonomischen Geschichte, von Anbieter oder von Nachfrager. Und dementsprechend wird dann abstrahiert von der Besonderheit, abstrahiert der Anbieter anders als der Nachfrager. Aber die Allgemeingültigkeit des Geldes ist ja schon durch eine Garantie der Bundesbank oder der Bundesregierung, wenn man so will, gewährleistet, dass jeder, der einen Geldschein jetzt Waren anbietet, der ist verpflichtet, da diesen Geldschein anzunehmen und auch zu dem bestimmten Wert, Kurswert, der ändert sich zwar, was für im Alltag kaum eine Rolle spielt, höchstens das alles teurer wird, weil die Inflationsrate steigt. Ja, von Geld abgesehen, beziehungsweise wir verbleiben einen Moment in der Ökonomie, so wie es ausschaut. 264, Marx Engels, ein Zitat aus dem Kapital: Im Geld ist alle Verschiedenheit der Waren ausgelöscht, weil es eben die in ihnen allen gemeinsame Äquivalentform ist. Also da, wo jetzt in Zeiten, in denen es dieses Geld, erst eine relativ neuere Entwicklung, bevor man diese Geldmünzen in Umlauf brachte, wurde ja gehandelt mit Waren. Also eine Kuh gegen Eier oder wurden sogar Frauen verkauft für 5 Esel, bis dann die staatlich organisiert dann eine Münzprägung stattgefunden hat, die zu Beginn wenigstens immer noch ein Edelmetallwert hatten diese Münzen, Gold oder Silber, Silberlinge. Der ist aber im Laufe der Zeit immer mehr verschwunden, sodass jetzt heutzutage nur mehr der Metallwert oder geringfügiger Kupferwert darin enthalten ist. Aber die hauptsächliche Geltung stammt jetzt nicht mehr aus dem Objekt selber, sondern ist sozusagen ein Versprechen der Bundesregierung, Bundesbank, jederzeit dieses Geldmittel einzulösen, beziehungsweise das Zahlungsmittel steht dann Bundesbank. Dass sie gerade, wenn jetzt da ein Händler dann kommt und sagt, ja, ich habe hier diesen Geldschein bekommen, dann garantiert die Bundesbank ist gültig oder eben nicht, wenn es falsch gilt ist. Im Kapital heißt es, im Geld ist alle Verschiedenheit der Waren ausgelöscht, weil es eben die gemeinsame Äquivalent ist, die ist es nicht also einfach so, sondern das Ganze beruht, wie gesagt, auf Vertrag. Zuerst einmal, als noch der Edelmetallwert vorhanden war, dass eben das Gold immer schon bis auf den heutigen Tag einen besonderen Wert darstellt wegen seiner,
keine Ahnung, Seltenheit oder wegen seiner chemischen Eigenschaften. Eigentlich gibt es keinen, sage ich mal, vernünftigen Grund, weswegen man jetzt diese Edelmetalle so massenhafte Verbreitung, da diese Wertschätzung erfahren oder auch irgendwelche Edelsteine, ist eigentlich irrational, aber Menschen sind eben gewillt, da jede Menge Arbeitsleistung oder auch finanzielle Mittel zu investieren, um so einen Edelstein oder meist in Form von Schmuck oder Goldstücke, Goldbarren als Kapitalanlage da zu erwerben. Und deswegen ist es eine Äquivalentform, weil dieser Wunsch nach Gold und Geld eben überall vorhanden ist. In letzter Zeit, weil die Bundesregierung eben garantiert, dass diese Geldscheine dann, wenn jemand mit solchen Geldscheinen etwas einkauft, dass dieses Geld diesen Wert hat, dass dann der Händler den Wert dieses Geldes dann anderweitig wieder einsetzen kann. Die nächste Nummer 265 und ein kurzer Blick auf die Uhr, noch 10 Minuten. Über die Abstraktion Opfer werden Kapital und Arbeit gleichgeordnet. Strukturelle Gleichwertigkeit von Sparen und Arbeit, psychologische Kostenbegriff. Diese ganze Abstraktionsgeschichte nicht so abstrakt ist, sondern konkret, ist eben die Auswirkung in die Ökonomie, weil da solche Gleichsetzungen oder Abstraktionen dann von irgendwas eine ganz andere Bedeutung haben. Und hier in der Rechtfertigung von Arbeit beziehungsweise der Entlohnung von Arbeit. Zum einen wird der Wert der Arbeit wird daran gemessen, wie viel Opferleistungen der Arbeiter da bringt, beziehungsweise dass derjenige, der arbeitet, seine Körperkraft opfert und seine Zeit opfert, seine Aufmerksamkeit opfert, das Ganze im Grunde genommen mit Unlust verbunden ist und deswegen soll sich diese Arbeit dann lohnen, dass man das nicht umsonst macht. Und genauso gilt das für das Kapital. Das Kapital, die Ansammlung von Kapital, die rechtfertigt sich dadurch allein schon, dass man es nicht ausgibt, sondern eben behält. So war zumindest diese klassische Vorstellung. Bevor jetzt in jüngster Vergangenheit eine Nullzinspolitik um sich greift, aufgrund von was eigentlich? Zunehmender Verschuldung der Staaten, egal, ist ein weites Feld, dem kann ich jetzt in den paar Minuten und sowieso würde das unsere Themenstellung dann sprengen. Dass durch dieses Opfer des Nicht-Verkonsumieren dieses Kapitals und eben zur Verfügung stellen für anderweitige Investitionen rechtfertigt sich dann eine Zinsesleistung und kann man dann sagen, Arbeit ist gleich Opfer und Kapital ist gleich auch Opfer, durch Opfer entstanden.
strukturelle Gleichwertigkeit von Sparen, das ist es eben dieses Opfer und dann eben diese Art, dieser Kostenbegriff. Aber Kostenbegriffe, die gibt es auch wieder mehrere, nicht nur den psychologischen Kostenbegriff, sondern auch den betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff und was weiß ich noch alles für Kostenbegriffe. Genauso der Opferbegriff in Bezug auf Arbeit gibt es auch alle möglichen Theorien. Also hier streiten sich die Geister so, dass da gar kein Ende abzusehen ist, weil sich das Ganze eben in dieser an sich Welt bewegt und immer Lösungen und Theorien für relativ abstrakte Bereiche, sage ich mal, zugewiesen werden oder als zuständig gelten. Aber im Grunde genommen gilt, was die Ökonomie angeht, dass es eigentlich für jeden Markt, jeder Markt hat sein eigenes Gesetz. Oder noch drastischer kann ich da nicht sagen, aber man könnte sagen, dass eine einzelne Person durch seine Erfahrung, durch seine Marktkenntnis ein Wissen, über ein Wissen verfügt, das durch keinerlei Theorien beschrieben werden kann. Also gibt es so bestimmte Persönlichkeiten, die da in der Börsenwelt ein gewisses Renommee haben, die dann auch ihre eigenen Theorien entwerfen, die sich zum Teil drastisch von den üblichen ökonomischen Auffassungen über Ökonomie unterscheiden. Da geht es immer, also die Methode der Abstraktion, die kann da durchgängig verfolgt werden in allem, was jetzt Ökonomie betrifft. Man kann das sozusagen als Rasterkriterium benutzen, um irgendwelche Theorien auf ihre Relevanz hin zu prüfen. Es geht weiter mit der Nummer 266. Sohn Rethel, auch ein Ökonom, der sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen gewissen Namen gemacht hat. Das Maß der Zeitökonomie ist eine methodische Quantifizierung der menschlichen Arbeiten nach reinen Zeitmaßen, die Arbeit in allen ihren Formen kommensurabel macht. Die körperliche Arbeit, Maschinenarbeit und intellektuelle Arbeit können nun unter einer gemeinsamen Form betrachtet werden. Das ist immer das Problem, etwas vergleichbar zu machen und das dann auch zu rechtfertigen. Und das ist auch die Methode der Abstraktion, etwas zu vereinheitlichen, Einheiten zu schaffen als Kriterien, die dann gleichermaßen für zwei verschiedene Dinge dann gelten, sozusagen als Mittelding oder als Mittel, wie zum Beispiel das Geld und die Geldmittel. Mittel deswegen, weil es eine Vermittlung ist zwischen zwei Dingen. Und so ist die Quantifizierung ist immer Vereinheitlichung, Einheiten schaffen und die Zeiteinheiten sind ein übliches Muster, gängiges Muster,
die Arbeit nach reinen Zeitmaßen, wo es weniger drauf ankommt, was da jemand leistet. In irgendeiner Folge habe ich das schon angesprochen. Sondern da geht es um die reine Anwesenheit und dieses ja, ganz normale, dann wird dann auch gearbeitet. Aber es ist jetzt nicht nach Akkord, wo es jetzt nach Stückzahlen geht und wo man genau sieht, so und so viele Stück sind produziert worden und deswegen ist die Entlohnung dieses oder jenes, ist im Falle der Quantifizierung nach reinen Zeitmaßen ist das nicht der Fall. Da geht es von 8 Uhr bis 5 Uhr und eine Stunde Mittagspause. Typischerweise am Bau ist es noch, ist die Arbeit noch konkreter sichtbar als jetzt im Büro, wo die Stifte geschwungen werden oder jetzt die Tastaturen geklappert, was die Arbeit am Computer angeht. Obwohl da auch immer mehr versucht wird, diese Arbeit dann zu quantifizieren, dass jetzt am Computer ein Zentralcomputer dann genau sieht, auf welchem Rechner jetzt welche Bewegung da geschieht. Es kann jetzt zwar nicht immer die Denkarbeit geleistet werden, aber man kann sehen, wenn ob jetzt Bewegung ist hier in den Dateien, ob da irgendwas passiert. Denn wenn jetzt jemand da faul herumsitzen will, der wird sich kaum die Mühe machen und da wieder diese Datei aufmachen und wieder zu und hin und her. Da würde sich hinterher überhaupt noch mehr auskennen. Also das Messen ist immer das große Problem auch, um dann eine, um zu rechtfertigen, zur Legitimation. Aber gerade im Fall der Arbeit ist es ganz deutlich, wie schwer das jetzt zu messen ist. Ob wenn jetzt jemand, ein intelligenter Mensch, sage ich jetzt mal am Bau, der mag jetzt genauso ungelernt sein, Bauhelfer, wie irgendein anderer, aber in seiner Arbeitsweise unterscheidet er sich doch, weil er zum Beispiel weil er mitdenkt und dann dieses oder jenes voraussieht und dann dementsprechend antizipierend handelt und dadurch auch unnötige Mehrarbeit vermeidet, wohingegen jemand, der jemand immer sagen muss, was er zu tun hat, immer strikt nach seinen Vorgaben da tätig ist und wie praktisch wie eine Maschine da dahin arbeitet und nicht ringsum überhaupt nicht bemerkt, dass sie jetzt ganz andere Konstellationen ergeben haben, die auch auf seine Arbeit eigentlich Auswirkungen haben und ist deswegen vielleicht klüger ist, nochmal nachzufragen, ob das jetzt hier bei diesen oder jenen Anweisungen bleibt. Aber nein, das fällt demjenigen gar nicht ein. Also nur einmal, um zu verdeutlichen, wie schwer das ist, eine Arbeit wirklich so zu bewerten und dementsprechend gerecht zu entlohnen. Aber meine Zeit ist für diese Folge 54 um und deswegen verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge 55 der munteren Trilogie Abstraktionen Nominalismus Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Peace und out.